Was ist denn lästern? Lästern ist so dusseliges Hetzen. Nee, wenn schon, dann muss. Voll. Wenn schon, denn schon. Jetzt habe ich die Ruhe. Mein Stammplatz leistet. Jetzt hast du erst die Ruhe. Jetzt habe ich Ruhe, ja. Ich habe meine Theorie und wenn die sich bestätigt, bin ich froh, dass ich draußen bin. Und wenn ich drin bleibe, dann hat sich meine Theorie. Dann bist du froh, dass du drin bist. Meine Theorie ist, wenn die Leute das Klischee wollen, was, und ich denke mal, dass sie Christians harten Worte bestimmt gezeigt haben, weniger seine weichen Seiten als seine harten. Und ich denke mal, wenn sie dem Christian seine harten Seiten gezeigt haben und das Volk darauf abfährt, dann möchte ich mit dem Klischee nichts mehr zu tun haben. Dann ist das für mich zu doof. Und sollte ich drinnen bleiben, dann hat sich das Klischee für mich bestätigt, dass nicht alle Deutschen doof sind und auf sowas stehen. Ja, so hart würde ich es nie sagen. Nee, so hart ist es nie. Du, ich kann hier auch Party machen, ich kann tanzen, wir können alle Partys machen, aber es sind halt ein paar Worte gefallen, wo viele verletzt haben. Das ist, wann habe ich das gesagt? Samstagabend noch oder Sonntagabend? Hab ich mir halt direkt ins Gesicht doch gesagt. Ich habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Ja, hab gesagt, dass mir das nicht gefällt. Ich habe auch gesagt, dass mir das nicht gefällt. Aber ich überhöre halt vieles, weiß nicht. Ich weiß halt, dass er halt auch ein butterweicher Kern hat und das alles Fassade ist. Und das ist halt dann wieder scheiße. Dann zeigt es mir. Was denn zeigt es mir? Dann soll er doch einfach mal was ganz Normales sagen. Das ist ja das Schönste, was es gibt. Zeig mir dein Gesicht! Dir ist aber auch sehr schlimm. Bitte? Auch wie in so einem. Das bei mir mit meiner ersten Liebe. Ja, das kann man. Da war ich noch jung und das kann halt passieren. Das war damals was für mich. Damals habe ich gedacht, das bricht eine Welt für mich zusammen oder so, aber jetzt. Ich war ja auch nicht unschuldig an der ganzen Sache. Ich habe sie damals auch schon betrogen gehabt, damals einmal. Und ich habe aus dieser Beziehung viel gelernt. Ich habe daraus gelernt, dass ich, wenn ich eine fixe Freundin habe, also in einer Beziehung bin, ich würde nie mehr betrügen, nie mehr. Weil ich weiß, wie weh das tut. Schön. Also, aber das habe auch ich lernen müssen und das hat mir wehgetan, das hat auch ihr sicher wehgetan damals. Und das war sicher nicht so einfach für uns beide, aber es war einfach meine erste Beziehung und damit, ja. Es war schon hart. Habe ich wirklich zu kämpfen gehabt. Aber ich habe mich dann eben zum Glück, glaube ich, 3 oder 4 Monate später wirklich Hals über Ohren verliebt. Und das war dann wirklich eine Wahnsinnsbeziehung. War es lieber auf den ersten Blick? Nein, war keine Liebe auf den ersten Blick. Es war, es war auch wieder kompliziert. Da war mein Wohnungskollege und ich, der verliebt sich so schwer. Und ein einziges Mal verliebt er sich in das Mädchen, in das ich mich auch verliebt habe. Oh nein. Ja. Und das war natürlich schrecklich, wirklich. Das war wirklich schrecklich. Weil ich habe mich dann zuerst einfach zurückgezogen. Ich habe einmal die ganze Sache angeschaut, wie es ist. Und es war dann wahnsinnig schlimm, weil ich wohne eben mit ihm zusammen. Und wie ich dann zusammengekommen bin mit ihr, das war ziemlich hart für ihn. Echt? Ja, was glaubst du denn? Ebru ist ganz verliebt in Walter. Voll, ne? Voll. Die ist ganz hin und weg. Ja, ne? Glaube ich, aber ich glaube eher nicht so, oder? Naja. Ich hasse das. Wenn ich etwas nicht ändern kann oder so, ich möchte das dann probieren, dass ich es irgendwie aktiv irgendwie packen kann. Was bist du nochmal vom Sternzeichen? Waage. Hast du ja erklärt. Warum war das klar? Der Mond scheint und so viel. Nein, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, aber so, dass du so einen lieben Charakter hast. Nein, weiß ich nicht. Das ist so schwer. Ich bin immer eigentlich vorsichtig. Ich will das gar nicht mal aussprechen, das, was ich denke, weil ich mich dann immer irre irgendwie, wenn ich zu positiv denke von jemandem am Anfang. Der Ebro hängt an Walters Lippen. Gott. Das ist manchmal ganz komisch. Weißt du, was auch oftmals ist? Mit denen Leuten, wo du am Anfang sofort zurechtkommst und so, das ist dann am Schluss irgendwie nichts mehr. Das habe ich vorher auch schon oft erlebt. Du musst das ja nicht so befürworten. Ich fand das eine nette Idee und es wird auch gar nicht extrem gemacht.
Aber vielleicht stört es ihn ja. Ich habe gedacht, so ein kleiner Geburtstagstrip für Walter wäre vielleicht mal eine ganz nette Idee. Ja klar, mach doch so kein Ding. Ich glaube, das ist das eine gute Idee, gut. Aber ich glaube nicht, ob der Walter das gut finden würde. Weiß ich nicht, aber wir haben auch schon drüber nachgedacht, haben wir schon. Der Walter muss nicht mitmachen, er muss bloß zugucken. Er wird nicht mit einbezogen. Ich bespreche das nachher mit sprich das einfach mal durch. Lieber, ist doch egal, wenn... Juhu! Da sind wir! Ich wollte es jetzt hier, das ist mein Konzept hier gerade erklären. Ja, erklär es mir, wir können uns dann nachher noch mal zusammensetzen. Ach Mann! Ja, willst du nichts essen? Nein, ich will das jetzt bereden, ich habe jetzt Bock, mich auszuziehen. Echt? Quatsch, oder? Mich kribbelt's. Wie gesagt, ich halte den Walter mittlerweile, ich habe ja auch viel mit ihm geredet, nicht für jemanden, der jetzt irgendwie leichtfertig irgendwie sich ein Mädel ausguckt und denkt, die reißt jetzt mal um. Also so schätze ich ihn einfach nicht ein. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass er eher jemand ist, der sich irgendwie in die Geschichte von einem Menschen verliebt oder in Lächeln oder jemand, dass jemand irgendwie super tiefer, lieb ist oder super warmherzig. Darüber haben wir uns auch unterhalten. Der hat auch gesagt, dass er sich nicht so schnell verliebt. Und das glaube ich immer. Ja, und deswegen finde ich es so schön, der ist nicht so oberflächlich. Er ist schon jemand, der sich dann Zeit nimmt und weißt ja, du, aber so. Er ist auch ein Süßer. Das weiß er auch. Ganz klar. Zweifelsohne. Deswegen, okay. Mhm. Aber ist okay. Aber jeder weiß, dass er irgendwie... Mir fiel das nicht sofort seine Art Kind her. Also durch seine Art habe ich ihn sympathisch gefunden hinterher am Anfang. Er ist schon sexy, hat einen schönen Körper, ist ein hübscher Mensch, ganz klar. Mein Typ ist aber eigentlich überhaupt nicht, weil ich stehe, bei mir ist schon der Ältere und der Reifere. Er ist ja schon in meinem Alter, verstehst du? Er kommt aber schon älter rüber. Ja, er denkt ja viele Sachen anders. Seine Schwester ist krank, ich glaube, der hat auch schon einiges mitgemacht. Klar, aber durchs einmal gucken, eben nicht, weißt du? Nee, ich finde auch nicht, dass er so der Knaller ist, der hier besetzt ist. Denn er ist aber süß. Er hat schon objektiv einen schönen Körper, aber er ist nicht so augenscheinlich, der Schönling. Das wollte ich sagen. Zum Beispiel beim ersten Tag, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ganz normal, kein bisschen so. Zweiter Tag, glaube ich, auch noch irgendwann durch das Gespräch und durch seine Art und Weise, wie du gerade gesagt hast, dem, was er gesagt hat, da kam das so rüber. Dann. Aber zum Beispiel jetzt rein äußerlich, zum Beispiel der Frank ist auch ein attraktiver Typ. Ganz klar, der ist groß, blond, hat schöne Augen, hat ein nettes Gesicht, hat auch einen netten Körper. Also der ist schon, nun der ist halt sehr still und halt zurückhaltender und abwartender. Und, aber das kommt doch, glaube ich, so lange dauert. Und dem Walter, der hat natürlich wirklich so diese österreichische, diese Strahlenummer. Das ist klar, der ist halt so, der ist halt, macht so Schnipp und dann glänzen die Augen und dann strahlt's und ganz klar. Ja, die beiden sind schon ganz süß. Wer ist denn überhaupt sonst noch da? Der Harry ist halt Harry, das ist geil. Ja. Karim ist auch süß. Wer fehlt denn jetzt überhaupt noch? Oh, mein Jörg! Ja, Jörg! Jörg ist eigentlich schon der geilste hier. Ja, finde ich auch, eindeutig. Naja, und Christian? Komm nicht in Frage. Nee, I'm sorry. Warst du da schon mit den Jungs? Die 3, 4, 5? Ja. Ach, wird schon alles gut. Ich meine, wir sind doch erst eine Woche da. Es ist schon so viel passiert. Aber die Leute sind einem schon so nah irgendwie. Das finde ich echt unrealistisch, weil ich meine, irgendwie, ich bin klar, ich bin nicht mehr 12, ich habe bestimmt schon viele Leute kennengelernt, aber dass Leute dir gleich irgendwie so schnell so nah kommen, dass du echt das Gefühl hast, mit denen irgendwie schon... Überleg mal, ich kann mich erinnern, dass ich nach einer Woche mit jemandem so vertraut... Ich hoffe nicht, das muss auch voll bescheuert aussehen. Ja, ne? Aber ich kann gar nicht anders. Auch als ich da mit dem Jörg saß, die ganze Zeit, wenn ich den schon angucke, so, du bist so süß. Ich muss dich echt beherrschen, dass ich nicht sage, ich muss dich auffrischen. Auffrischen, so süß. Der ist eigentlich so süß, nicht denn? Der ist so süß. Du riechst so gut. Ja. Oh, du riechst so gut. Ja. Und wir gucken mir. Ja. Steffi, was ist denn? Du riechst so gut. Jörg, ja. Ja, was ist denn? Du riechst so gut. Walter darf bei Marions Generalprobe für seinen Geburtstag nicht dabei sein. Mach mal die Tür an! Nee, Quatsch. Das ist Yes. Oh, Popcorn, Popcorn, Bier und Wein. Wir stellen Weißwein rein, hier, sonst überlebe ich das nicht.
Oh, sorry. Nein, ich werde mich am Telefon was kurz umgehen. Therapie. Feuer los, sie kann kommen. Geil, ja, Moment. Ja, hallo, liebe Bewohner, zur Sonntags-Live-Sendung. Sag, was losgehen kann. Letztes Mal den Hause, das ist alles in Ordnung. Ja? Nein, mein Inkognito. Alles klar. Ich weiß nicht. Schon lange her. Kann ich losgehen? Warte, warte. Was macht ihr denn jetzt eigentlich? Wie lange noch? Jetzt! Jetzt! Hey, Bamba! Hey, Bamba! So, okay. Gut, Zwara, damit kann ich nächsten Samstag den Koffer packen, oder?